Meine Damen und Herren, das letzte Mal gewannen wir die La Liga vor 4 Jahren. 2019 war das, damals noch unter Lionel Messi als Kapitän. Doch wenn wir heute 3 Punkte einfahren sollten, hätten wir 14 Punkte Vorsprung bei 4 verbleibenden Spielen und wären damit mathematisch nicht mehr einholbar, Leute. Es geht heute um die Wurst und das auch noch im Stadtderby Espanyol Barcelona gegen FC Barcelona. Vamos! Ich bin auch schon in Barcelona gelandet. Alles so schön hier, Digga, mit den Palmen. Und das ist mein Hotel. Riesig! Wie chillig schaut hier auch der Eingangsbereich aus. Also in dem Hotel habe ich hier noch nie übernachtet. Hier plätschert auch noch links so Wasser. Let's go, Leute. Alter, wie geil auch hier mit den Lichtern. Tschüss. Richtig fresh. Riecht's auch voll gut, Digga. Was gibt's denn hier? Direkt so Marshmallows und so ein paar Süßigkeiten. Oh, frisches Wasser. Digga, was ist denn das hier für eine fette Leinwand? Hier noch eine Bar. Alter, hier könnte man aber auch chillig Fußball gucken, ne? Auf dem Screen. Schaut auf jeden Fall das Video heute zu Ende an, Freunde. Weil wenn alles gut ist, fahren wir danach noch zum Plaza de Catalunya. Weil dort versammeln sich die ganzen Fans und feiern schon mal die Meisterschaft. Und ich bin ja heute auch das allererste Mal im Espanyol-Stadion. Das heißt, Barça spielt quasi auswärts. Jetzt wird erstmal eingecheckt. Ich habe für den heutigen besonderen Anlass echt ein geiles Zimmer gebucht. Hola, buenas tardes. Reservé para una noche. En el nombre Anton Rinas. Bienvenido. Hola. Mein Zimmer befindet sich auf der obersten Etage, auf dem 25. Stockwerk. Das ist so abgefahren hier. Digga, Leute, what the fuck? Sogar der Boden ist hier aus Glas mit Steinen und so. Okay. Zack. Und? Okay. Weiter hoch, da sind gar keine Zimmer mehr, hat sie mir gesagt. Was ist denn da aber noch? Oh, da ist noch ein Cocktailclub, 29. Stockwerk. Oh mein Gott, Leute, das geht schon richtig hoch, Digga. Ich habe auch noch Zugang zu dem Regency Club hier oder so, hat sie mir erklärt. Und dort kann ich die ganze Zeit for free Snacks und Getränke begönnen und ab 17 Uhr sogar Happy Hour mit Cocktails. Also, oi, 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 oi. Ey, warte mal, ist da nicht das Stadion? Dort hinten oder noch was sieht es da aus? Nee, ach so, das ist nur eine Brücke. Okay. Uiuiuiui. Geiles Hotel, aber Digga, boah, Alter, habe ich gleich auch so eine View aus dem Zimmer, oder was? Da hinten sieht man sogar das Meer, Leute. Ach schön, da müssen wir eigentlich auch noch hinfahren. Digga, das wird, glaube ich, eine krasse Roomtour, Leute. Erinnert mich ein bisschen an den Istanbul-Trip. So, Schüchchen ausziehen, schön gemütlich machen, Leute. Ah. Man kommt hinein und direkt unten, das befindet sich wieder auf 2 Etagen, das Zimmer, ist hier so ein chilliges Wohnzimmer. Digga, was haben wir? Ist hier direkt eine Bar oder wie? Oder einfach nur ein Schrank? Oh, ich wittere das doch, Digga. Direkt mit meinem 6. Hotel sind. Okay, ja, Wasser, ein paar Snacks, alles was man braucht, dann noch Chips und Oliven. Ist ja auch ganz typisch in Spanien. Richtig großer Fernseher auch. Guck mal, wir machen schon den ersten Sofasprung. Das war kein Sprung. Nochmal. Oh, let's go. Da ist ja auch alles so diese Wände mit so Holz versiert. Finde ich auch mal ziemlich edel. Aber noch einen kleinen Essenstisch, Wasserkocher, Kaffeemaschine. Ey, ich fühle mich langsam wirklich wie ein Immobilienmakler heute in meinen Videos. Aber auch ein tolles Geländer hier mit der Holztrippe nach oben. So, hier haben wir schon mal die erste Aussicht. Lol, haben die da unten einen Tennisplatz oder was? Oh Mann, wäre mein Knie nicht immer noch so im Arsch, dann hätte ich auch echt mal wieder Bock auf ein bisschen Sport machen und so. Das Camp Nou sieht man leider von hier nicht, aber halt trotzdem eine super geile Aussicht. Und hier unten haben wir noch ein Gästebad. Das erinnert mich wirklich voll an den Istanbul-Trip. Vamos, wir gewinnen heute die Meisterschaft. Jetzt gehen wir mal nach oben zum Schlafbereich und baden. Zimmer. Auch hier auch so eine schöne offene Galerie. Oh mein Gott, Digga. Okay, das ist Endstufe. Das ist sogar noch mal schöner, finde ich, als in Istanbul. Wobei dort war die Aussicht halt natürlich atemberaubend mit dem Bosporus vor der Nase. Hier haben wir sogar noch einen Fernseher, Leute. Und guckt euch mal bitte das an. Alter Walter, da werde ich es mir gut gehen lassen, wenn wir die Meisterschaft in der Tüte haben. Krass. Ach geil, Mann. Sogar mit Whirlpool-Funktion und so. Hier sind viele Düsen. Also absolut 10 von 10, Leute. Ich hoffe, das Hotel bringt uns heute Glück, ja? Hier haben wir noch Waschbecken, fette Dusche. Digga, allein die Dusche ist schon so riesig. Da haben wir auch irgendwelche Düsen, die rauskommen. Der Schrank ist auch so offen designt, mit einem fetten Spiegel hinter den Kleiderbügeln. Und hier rechts müsste ja dann die Toilette sein, ne? So, let's go. Geil. Boah, Leute. Also wirklich Endstufe. Ich muss mal kurz hier die Jalousien da nach oben tun.
Ist noch geiler, glaube ich. Jetzt hat noch viel besser, wenn die Jalousien nach oben gefahren sind. Krank, Leute. Krank, krank, krank. Richtig Inception hier mit den ganzen Spiegeln und so. Freunde, was glaubt ihr? Wird Lionel Messi zurückkommen nach Barcelona? Wenn ja, dann schreibt einfach mal eine 10 in die Kommentare. Ich halte die Wahrscheinlichkeit so gerade bei 60-40 pro Barca. Erstmal essen wir jetzt etwas zu Mittag und dann geht's in die Stadt. Tschüss. Alter, das sieht ja voll businessmäßig aus. Hier sind auch noch solche Konferenzräume. Ich glaube, das wird hier öfters auch für Messen genutzt. Ein paar Workstations. Boah, Digga, unnormal geil. Und jetzt kann ich mich for free hier bedienen, oder wie? Ui, das ist auch alles inklusive. Ah, Leute, ich weiß nicht. Soll ich jetzt schon mal ein bisschen anstoßen? Eieieiei, hier gibt es ja wirklich alles. So kleine Brötchen, oder wie? Komm, ich probiere mal davon zwei Stück. Joghurt, nice. Im Zentrum müssen wir uns auf jeden Fall noch etwas größer noch umsehen, aber kleiner Test. Ja, schmackhaft. Brot ist ziemlich weich. Schinken, Käse noch. Und Joghurt. Das ist ein bisschen schwierig, Leute, mit einer Hand. Uiuiui. Nein, Digga, das kann ich nicht. Das rutscht hier gleichzeitig. Oh, lecker. 10 von 10, Digga. Mm, der ist echt super. Nein, ich wollte gerade zum Strand fahren. Auf einmal fängt hier einfach ein Gewitter an, ey, wenn das kein schlechtes Omen ist. Okay, Leute, jetzt geht's wieder. Ich fahre jetzt das allererste Mal zum Trainingsgelände von Barca. Dort treffen sich nämlich die Fans und bereiten irgendwas vor, wollen den Mannschaftsbus oder so begrüßen. Ich bin sehr gespannt. Oha, schaut mal, wo wir gerade vorbeifahren. Das ist auch schon das Stadion von Espanyol. Let's go. Es befindet sich hier so am Stadtrand, Freunde, nähe Autobahn. Ah ja, und hier chillen auch schon die ersten Fans. Hier geht's quasi los, Freunde, das Trainingsgelände. Ciudad Esportiva Joan Gamper. Und dort vorne ist auch ein kleines Stadion, das ist auch nach Johan Cruyff benannt. Da können wir auch mal kurz hinschauen. Ach krass, und hier ist das neue Jugendinternat von Barca, die La Masia. Da pennen die ganzen Nachwuchsspieler. Da ist auch schon einer gerade ausgestiegen. Schau mal, der hat Barca-Trainingsanzug an, der Kleine. Man hört sogar irgendwelche Kommandos. Also hier hinterm Zaun sind die ganzen Trainingsplätze. Und da haben wir es. Wir können sogar ein bisschen, oh, da wurde sogar schon ein Böller hochgejagt, die Tribüne von hier sehen. Da zocken unter anderem die Frauen oder die U19 in der Youth League. Aber auch die erste Mannschaft von Barca richtet da ab und zu die Saisonvorbereitungsspiele aus. Ey, ist es nicht Messi? Aber es ist schon ein bisschen abgeranzt, oder, die Fassade? Ja, habe ich doch gespottet. Da, Messi noch in der Mitte. Xavi links und ich glaube rechts müsste Busquets sein. Apropos Busquets, Freunde, er wird im Sommer seine Karriere bei Barca beenden. Es wurde jetzt offiziell bestätigt, für mich der wohl beste Sechser aller Zeiten in der Geschichte von Barca. Absolute Legende. Visca el Barça y Visca Catalunya. Die ersten Zuschauer hier getroffen. Jungs, werden wir heute die La Liga gewinnen? Natürlich. Let's go. Okay, die Spieler fahren jetzt hier mit ihren privaten Autos vorbei. Pedri und Gavi war es hier schon, oder? Ja, Araujo auch. Araujo auch? Okay, dann fehlen auf jeden Fall noch ein paar Kracher. Der Bele ist ja auch wieder fit, der wird in der Starter stehen, Lewandowski und Co. Die parken wahrscheinlich dann hier ihre Karren und dann steigen sie alle gemeinsam im Mannschaftsbus ein. Der Kerl hat einfach die Umrandung vom Barca-Wappen auf seinen Arm tätowieren lassen. Hier sind auch einige Fans, Leute. La, 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 la. Schau, was auf seinem Ding steht. Game over, das ist das Motto heute. Bro, yeah. Ach, du bist Deutsch. Ich bin Deutsch, aber ich muss singen auch. Ja, gönn ich. Jo, der Tiger hat voll los. Bartes, ich folge dir überall hin. Und dann, jeden Tag nimmst du mehr, Schweini. Ganz kurzer Zwischenstopp. Ich gönn mir jetzt hier so ein Croissant mit Schokolade und, glaube ich, noch so ein Baguette mit Schinken. Ich hab's verpasst, Leute. Da ist gerade irgendjemand Krasses reingefahren. Die Fans sind gerade alle dahin gesprintet. Da mit der G-Klasse. Warte, vielleicht sehen wir's noch. Ah, schwer. Boah. Da kommt jemand. 100% Spieler mit dem Bentley Cabrio. Und wer ist das? Wer war das? Der hat voll abgetönte Scheiben, Mann. Schau, wie der durchfährt. Lewandowski. Ach so. Lever war das. Hey, da ist er. Einfach. Der erste, den man klipp und klar erkennen konnte. Bei den anderen ist es echt schwierig, wegen ganzen abgetönten Scheiben. Rafinha war's. Eindeutig. Kann ich ganz kurz betonen, dass dieser Donut eine 10 von 10 ist? Oh, da kommt jemand mit einem Urus, Digga. Wer ist das? Koundé mit dem Urus. Geil. Jawohl, jetzt kommt die ganze Gruppe von dort drüben auch zu uns hergelaufen. Urus, wir schließen uns jetzt einfach dem Lauf mit an. Alle sollen sich wieder hinsetzen. Jos, soll dein
Mannschaft. Als er damals verstarb, wurde ihm zu Ehren der Trainingsplatz nach ihm benannt, Freunde. 2012 im Sommer, glaube ich, war das, als er dann die Mannschaft nach der Pep Guardiola-Ära übernommen hatte. Genau hier aus dem Tor wird dann der Bus rausfahren und alle werden hier die Mannschaft begrüßen. Wie geil sieht das aber bitte auch für die Spieler aus? Richtig, richtig nice. Oh, das wird so abgehen gleich. Was ist das für ein abgefahrenes Büro, Mann? In Weiß. Was ist eigentlich für ein Wetter? Es ist so wechselhaft, jetzt regnet es wieder. Alle, alle, alle. Der Kleine hinter mir hat sogar einen Barca Regenschirm am Start. Da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Was ist eigentlich los hier heute in der Stadt, Mann? Jetzt scheint wieder komplett die Sonne. Der Typ hat aber auch ein geiles Tattoo hier an der Wade. So ein Ritter, der das Barca-Wappen quasi als Schild hält. Und dann noch Leo an der Seite. Auf einmal sind hier so viele Polizisten rausgekommen in kompletter Ausrüstung. In wenigen Sekunden sollte der Mannschaftsbus kommen. Leo, Leo, Leo. Jawohl, da kommt er, Leute. Oh mein Gott, sieht das krass aus! Marzale! Ole, ole, Marzale! Ole, ole, Marzale! Ole, ole, Marzale! Oh mein Gott, Digga, was geht hier ab? Oh, wow, wow, wow! Marzale! Ole, ole, Marzale! Warte, schau mal vor, Leute! Ich kann auch mal mit alles aufnehmen! Da schnell noch einer! Ole! Digga, das habe ich ja noch nie so erlebt! Ähnliche Umstände hatten wir einmal gegen Inter Mailand. Digga, hier, alles geht hier hoch. Meine Güte, schaut mal an, wie krank das aussieht. Ole, man sieht gar nichts mehr. Oi, oi. Schau mal. So, und jetzt laufen die ganzen Fans noch mit Richtung Mannschaftsbus, der ist da vorne. Boah, das ist einfach wie Silvester. Was geht ab, Mann, wenn wir heute gewinnen? Bitte, lieber Gott. Come on. Ole. Ich versuche jetzt auch irgendwie. Achso, der dreht da vorne um, der Bus. Ach, deswegen stehen die alle da nochmal. Jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt fährt der Bus nochmal hier komplett entlang. Das ist Polizeiauto. Wir müssen den Bus berühren einmal. Ja! Ja! Jawohl! Was geht hier ab, Digga? Nochmal! Junge, Junge, Junge! Meine Last da unter Runde auf diesem Block, ist ja krank! Oh. Ole, ole, Marzale, ole! Ich mach mich jetzt auch mal auf den Weg Richtung Stadion! Oh, ich hab diese ganze Lauffeile eingeatmet! Ich habe insgesamt über 2 Stunden auf diesen Moment gewartet, aber es hat sich definitiv gelohnt. Wir laufen jetzt zum Stadion von Espanyol. Ich habe jetzt nochmal die Tabelle abgecheckt. Espanyol steht tatsächlich auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die kämpfen um den Abstieg. Es war eklig, gegen solche Mannschaften zu spielen, aber es wird definitiv nicht einfach heute. Ich habe jetzt mal geguckt, ich brauche knapp 5 Kilometer zum Stadion. Na, wie gesagt, fast 1 Stunde zu Fuß. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Das ist so cool. Heute sehen wir echt mal ganz andere Ecken in Barcelona, wo wir uns üblicherweise gar nicht aufhalten. Ist auch für mich so ein typischer Vorgarten hier in Spanien, ne? Fehlt nur noch, dass sie da hinten irgendwie selber noch Wein anbauen. Ey, wie chillig sieht denn das bitte aus? Da ist ein Basketballcourt, da hinten noch so ein kleiner Fußballplatz, die Vögel zwitschern. Geil. Als ob sich in diesem Gebäude einfach ein Kino befindet. Gleich bin ich endlich angekommen. Ich wurde auch heute schon mehrmals darauf hingewiesen, dass ich wirklich aufpassen muss, weil es ist schließlich ein Derby zwischen Stadtrivalen und Barca-Fans sind auch nur extrem wenig erlaubt. Und ich sitze nicht mal im Auswärtsblock, Leute. Das heißt, ich muss heute still und heimlich jubeln. Was ist denn jetzt los? Ist hier einfach eine Kirmes oder was? Oh, ich hätte eigentlich schon Bock da, so ein bisschen Trampolin zu springen noch davor. Wirklich niemand läuft hier im Barca-Trikot rum. Deswegen musste ich mich heute auch bedeckt halten. Seit längerem sehen wir auf meinem Kanal ein Stadion, in dem ich bisher noch nie war. Also die Kontrollen für ein Derby sind ja komplett lächerlich. Ich wurde nicht mal abgetastet. Er meinte einfach nur so, geh weiter. Oh yes, baby. Das ist mein Eingang. Jawohl, ich bin drin. Ich hatte so Paranoia, dass ich eventuell ein Fake-Ticket oder so geholt habe. Aber wir haben es geschafft. Ist ja alles in Vereinsfarben gehalten, in Blau und in Weiß. Hier haben wir auch noch so eine kleine Collage. Iniesta sogar. Oha.
Hat wahrscheinlich hier so eine kleine Ehrung bekommen, aber der war sowieso in ganz Spanien immer extrem beliebt. Hat sogar manchmal Applaus bekommen von Real Madrid-Fans. Bester Mann Andres. Oi, erster Blick in ein neues Stadion. Und here we go. Alter, sehr, sehr nice. Extrem kompakt gehalten. Ich glaube, wir sitzen sogar hier irgendwo. Also wirklich extrem geile Plätze wieder. Nice. People just want more and more, want more and more. Gute Laune ist am Start. Für Barca ist dieser Titel extrem wichtig, Freunde. Seit Jahren haben wir nichts Großes mehr gewonnen und wir haben so viele junge Spieler. Und die werden jetzt auch der erste große Pokal. Und sind wir mal ehrlich, man muss es erstmal schaffen, die La Liga so souverän zu gewinnen gegen einen direkten Konkurrent wie Real Madrid, die vielleicht wieder Champions League gewinnen werden. Das war alles andere als einfach. Ja, die Champions League haben wir gechoked, aber vielleicht kam dieser Wettbewerb noch ein bisschen zu früh für die Mannschaft. Aber heute wäre das definitiv ein extrem großes Erfolgserlebnis. Heilige! Barca kommt rein! Es ist schon laut, Mann! Also die Espanyol-Fans geben hier schon ordentlich Gas, die beim Pfeifen! Die schreien das P-Wort gegen uns. Das Shakira-Disslied gegen Piqué läuft einfach. Das ist doch ein Joke von denen, oder? Rafinha, komm, zeig uns mal ein paar Skills. Da hinten auf Robert, schöne Ballername. Auf geht's, Barca. Bitte nicht verkacken heute. Ach krass, normalerweise sitzen die Auswärtsfans dort oben, aber da ist niemand. Weil die sogar hier verboten sind. Das heißt, die Barca-Fans, die sind so wie ich, haben sich aber neutral angezogen und auf Sneaky Undercover irgendwo mitten in die Menge gehockt. Die Lichter gehen aus hier im Stadion. Die Ausstellung von Espanyol wird vorgelesen. Ich habe auch gerade mit dem Fan vor denen gequatscht und er meinte zu mir, die wollen nicht Espanyol de Barcelona genannt werden. Das ist für die wie so eine Beleidigung. Was? Espanyol de Cornea. Okay, wieder was gelernt. Schon sehr laut hier, muss ich sagen. Das Einzige, was die Fans schreien, ist die ganze Zeit guter Barca. Alter, ich hab sogar eine leichte Gänsehaut bekommen. Das ist auf jeden Fall keine Stimmung von einem Abstiegsverein. Ich weiß aber, was auf seinem Schal steht, der Frechratz. Ich hasse Barca. Auch noch statt C hat er ein Dollarzeichen hingeschrieben. Ah, es gibt sogar eine kleine Choreo da auf der Gegentribüne. Das müsste die Hymne von denen sein. Die Kurve von denen ist aber auch sehr stabil. Geben gut Gas. Und die Mannschaft sind drin. Jetzt Gas geben, Barca! Ja! Ihr wisst, dass ich einfach zu einer Mannschaft gehöre. Aber ich muss mich echt zusammenreißen, Freunde. Es gibt mir leichtes Santiago Bernabéu beim. Barcelona sucks! Ah, jetzt haben sie es doch gecheckt. Er so feier aber nicht. Tschüss, Mann. Ey, wie laut sind die hier bitte? Das erinnert mich voll auch an San Sebastian und den Stadionblock am Anfang der Saison, Leute. Oh mein Gott. Nicht mal 10 Sekunden gespielt, fast 1-0. Bitte, erwacht mal schneller aus dem Tiefschlaf. Oh, scheiße, Leute, ich bin voll in meinem Film. Ich muss mich echt zusammenreißen. Heute mit 4 Mittelfeldspielern. Gavi, Pedri, De Jong, Busquets, alle am Start. Guter Ball. Boah, sehr gefährlich. Oh mein Gott, nein. So knapp, Pedri verfehlt. 5 Minuten gespielt, erste Riesenchance für uns. Ei. Oh, da geht's aber. Gavi ist nicht beliebt hier. Also in Madrid schreien die nicht so auf Peter Barca. Hier wirklich fast ununterbrochen. Der Ball, der geht wieder vorbei! Ich muss mein Lächeln verstecken, Leute. Digga, tu mal dein Schal jetzt da runter, das bringt jetzt auch nichts. Alter, der dreht so durch, der Spanier neben mir. Der haut die schlimmsten Schimpfwörter, ich kenne die nicht mehr. Ich kann die auch nicht mehr übersetzen. Ich weiß nur, was die Schreien aussieht. Barca kontrolliert das Spiel nach Belieben. Espanyol kommt kaum in die Zweikämpfe. Das klingt wirklich nahezu alles. Ja, komm. Gute Bewegung von Pedri. 2-0. Leute, das müsste vielleicht schon der Sack sein.
Er ist zugemacht von beide. Es ist plus Tor gemacht. Oh mein Gott, er läuft zur Trainerbank. Jawohl, feiert Jungs, lasst die feiern beide, alle gehen zu ihm. Genau der Spieler, wo wir nicht mal einen halben Meter an seiner Scheibe dran waren vorhin. Ich würde so gerne richtig laut jubeln, Freunde. Ich glaube, die werden heute nichts anbrennen lassen, die Jungs. Haben einen sehr guten Tag erwischt. 2-0. Barca strotzt so vor Selbstbewusstsein. Nächster gefährlicher Angriff. Cool Idee. Gab's einen kurzen Schubser. Alles gut. Immer noch. Leber. Die Jungs machen es aber auch gerade genau richtig. Sie lassen 0,0 nachgehen, direkt aufs dritte Tor. Und dann ist es, glaube ich, wirklich endgültig. 3-0. FC Barcelona, Lewandowski Doppelpack. Das ging so schnell. Das ist die Vorentscheidung, Leute. Wir werden die La Liga gewinnen. Auch persönlich für Lewandowski wichtig, die zwei Tore wieder. Der hat ja zwischendurch echt eine längere Flaute, aber so ist er immer näher auf dem Pichichi, der Torjägerkanone in Spanien. Tolga ist ja auch undercover im Stadion. Er musste einfach sein Barca-Trikot wegwerfen vom Stadion, weil sie nicht reinlassen wollen. Obwohl es sogar unter dem Reifenschuss war. Ja. Voll abgefahren. Ich hab's dazu hochgezogen, dass man es sieht. Achso, er musste es doch nicht wegwerfen. Ja, er hat dann weggeschaut, dann hat er es eingesteckt in die Jacke. Und dann habe ich es auf dem Kurs nochmal angezogen. Ja. Aber ein paar Barca-Fans haben zu laut gejubelt hinter euch. Direkt hinter uns. Die wurden rausgeworfen. Undercover. Ganz klar. Jawohl. Ich hab's gemacht. 0-3 zur Halbzeit, Leute. Alles läuft bestens nach Plan. Denkt dran, Freunde. Schaut das Video bis zum Ende. Ich bin so gespannt, was dann später in der Stadt für eine Party abgehen wird. Seit ich Barca-Fan bin, habe ich ja vor Ort noch nie den Titelgewinn erlebt. Und die nächsten getroffen hier mit Union-Trikot. Nächstes Jahr Champions League, oder was? Ja klar, zum Scouten. Dann gegen Barca vielleicht. An der Alpenpfösterei wäre cool. Zeig mal dein Hintergrundbild. Auf Undercover, auf Undercover. Ach so, auf Undercover. Nicht so. Warte, versteck es lieber. Ich hab den Ärger mit seinem Trikot. Ja. Hast du ein Trikot drunter? Ja. Nein, nicht zeigen, Bro. Ist kein Spaß. Es wurden gerade welche rausgeworfen. Ehrlich? Ja, wirklich. Zweite Halbzeit läuft bereits. Ter Stegen übrigens, an dem muss ich auch ein Riesenlob loswerden. Er hat nämlich den Rekord gebrochen für die meisten Clean Sheets aller Zeiten in einer Saison von einem Torhüter. Mit dem Chipball, 4-0. Oh mein Gott, was eine Traumflanke. Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Barca, wie gut spielt ihr denn heute? Das ist eine absolute Augenweide. Wunderschöner Kopfballtreffer, aber vor allem der Assist. Genial. Oh, und der hat keinen Bock mehr. Der will schon aus dem Stadion raus. 52 Minuten gespielt. Barca, 4-0. Alter, wie viele gehen denn schon nach Hause? Auf Wiedersehen. Der winkt in die Kamera. Ach, Jürgenburg am Start. Nee, mir ist eh Platz. Die gehen ja schon nach Hause. Was gedacht, alles klar? Setz dich vor, neben mir ist eh Platz. Die sind schon nach Hause gegangen. Ja, hab ich gesehen. Boah, ich zitter zu. Wie heißt du denn? Anton. Auf. Nein. Ja, ich heiße auch Anton. Okay, wir dürfen uns nicht zu sehr freuen, ne? Nein, das ist nicht, Digga. Gelli und Luca, wir grüßen euch. Selbst in der Ultrakurve von Espanyol sind schon mega viele Plätze leer und wir haben noch über eine halbe Stunde zu spielen. Ach, auf entspannt kommt jetzt noch Usman Dembélé rein für eine halbe Stunde. Oh, kein Abseits, Espanyol im Angriff. Ter Stegen hält. Oh, kein Abseits, schon wieder nächste große Chance. Den macht er jetzt. Abseits, oh okay. Schiri hat die Fahne oben, müssen wir gleich mal schauen, was der VAR sagt. Aber hat er stark gemacht mit dem Chipper. Verdammt, Freunde, es zählt 1-4 aus Espanyol-Sicht. Ah, da wird der Marc sich extrem ärgern über den Gegentreffer. Na, auf einmal fängt Espanyol das Fußballspielen an. Oh, Ter Stegen, nächste starke Parade, Mann. Ey, das wäre das 2-4 fast gewesen. Ey, bitte, passt jetzt mal auf, Mann. Unnötig. Xavi ist gerade auch extrem sauer geworden, hat eine Krawatte. Und Konter, der Franzose ist auf und davon, Dembélé! Ach komm, Usman! Jetzt Lewandowski! Nein, auch knapp vorbei. In wenigen Minuten ist das Spiel zu Ende und dann ist es eigentlich soweit. Ich probiere dann sofort so nah wie möglich an Rasen unten zu laufen. Oh mein Gott, Leute, wir sind schon fast ganz unten. Schon mal, die feiern schon! Die letzten 60 Sekunden laufen! Warte, wir müssen so nah ran wie möglich!
kommt, Jungs! Er raucht hat sogar seine Haare blau und rot gefärbt an der Seite. Da kommen die ganzen Security-Kräfte. Wir sind so nah dran, Leute, das ist schon mal. Das war's, haben die ein Tor gemacht. 2-4, scheißegal, Digga. Wir sind Meister, komm, ey, wir müssen dahin, da müssen wir hin. Komm, Bruder, wir snacken uns den Platz. Warte, warte, oh mein Gott, Leute, wir sind fast an der Kabine, erste Reihe. Digga, was gibt's ab? Warte, oh mein Gott! Ja! Let's go! Es ist finito! Das war's, Leute! Ich bin hier, erste Reihe, guck mal an! Alter, was ein Flash! Jawohl! Da feiert die Mannschaft! Den Kreis! Herzlichen Glückwunsch! Wir haben's geschafft! La Liga Champion! Was passiert da hinten? Die machen da die Banden kaputt, schaut mal! Die eskalieren da komplett, die Espanyol-Fans! Leute, ich bin einfach fast mit dabei, Digga, bei den Feierlichkeiten. Oh mein Gott, die müssen sich... Oh nein, die schlagen sich mit den Polizisten da hinten. Das kann ich nicht filmen, Freunde. Eieiei, das ist zu viel des Guten. Aber extrem Frust, natürlich, weil sie wahrscheinlich jetzt auch absteigen werden. Das ganze Stadion schreit nochmal Puta Barça. Aber das juckt uns heute nicht. Yeah, let's go. Ach du Scheiße, die Fans stürmen den Platz. Barça verschwindet sofort in die Kabine, alle rein! Da fallen sie um! Die Ultras schwimmen den Platz! Das habe ich ja noch nie erlebt! Oh mein Gott, Leute, das ist jetzt echt extrem gefährlich! Schnell rein, die Polizisten müssen alle beschützen! Schau mal, schau mal, schau mal! Die Fans drehen durch! Sie wollen die Spieler attackieren! Oh mein Gott! Das hat nichts mehr mit Fußball zu tun hier! Das gibt es nicht! Geh mal weg! Jo, was soll ich helfen? Der kann es auch nicht fassen. Alter, weiter, oh mein Gott. Freunde, ich glaube, ich gehe lieber aus dem Stadion raus. Wir feiern in Ruhe im Zentrum. Das ist nicht mal normal. Oh mein Gott, der Polizist schlagt mit dem Schlagstock. Einsatzschilder an. Digga, ich gehe hier raus. Ey, Bro, hau ab, komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir. Ey, das ist nicht mal normal. Ey, Jungs, geht lieber weg und zeigt eure Trikots nicht, okay? Ich dachte, ein paar Fans haben übertrieben vom Anpfiff, als sie meinten, Anton, pass auf. Aber das ist die endgültige Bestätigung. Schnell raus hier. Digga, Digga. Nein, alles gut, du bist mit mir. Wo ist deine Mom, Digga? Ich bring dich zu ihr. Du heilige Scheiße, die haben jegliche Kontrolle verloren. Das ist einfach nur unsportlich. Das war ein faires Spiel, ganz so gut gespielt. Also, aber ach, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen, Leute? Keine Worte. Ach, jetzt ist schon endgültig abgestiegen. Jetzt ist endgültig abgestiegen. Und es ist in dem Derby ist halt nochmal was ganz anderes. Der Kollege hat einmal Real Madrid. Real Madrid, ja? Ach? Ey, ich weiß es nicht. Schau mal, wie viele Fans da noch auf dem Rasen sind. Die Spieler rein, die werfen irgendwelche Sachen und so. Ey, ich geh hier weg, Digga. Komm, Anton, komm. Ich muss aber sagen, das Stadion leuchtet echt sehr, sehr sexy hier am Abend. In blauen LEDs. So muss das sein, Freunde. Vorbildlich, sogar Real Madrid gratuliert uns auf Twitter für den Titel. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Taxi, Leute. Ich laufe jetzt einfach schon mal Richtung Hotel. Ich will mich aber noch ganz kurz korrigieren. Vielleicht hat Barca auch einen Tick übertrieben, dass sie halt zu lange gefeiert haben nach Abpfiff. Vor allem mit dem Wissen, dass halt der Erzrivale, der auch noch aus der gleichen Stadt kommt, gerade abgestiegen ist. Aber trotzdem, Gewalt hat einfach 0,0 was zu suchen im Fußball. Also der Platz schon war unter aller Sau. Zu Fuß ist man aber sowieso viel, viel schneller unterwegs. Schaut mal, die Schlange geht bis ganz dort nach hinten. Man sieht nicht mal das Ende von der. Der Fanclub-Chef von mir hat mir gerade eben schon ein Video geschickt. Leute, guck mal, das Zentrum ist rappelvoll. Alter, da gehen wir sofort jetzt hin. Kleiner Fun-Fact, das letzte Mal, dass Barca die La Liga gewann ohne Lionel Messi, war 1999. Und damals war der Kapitän Pep Guardiola. Die Barca-Fans, schaut mal, was sie schreien. Messi, Messi, oh, mein Herz geht auf. Boah, wie sick sieht das Hotel bitte von mir auch bei Nacht aus. Richtig nice. Ich bin heute einfach über 10 Kilometer zu Fuß gelaufen, gerade eben wieder fast eine Stunde gebraucht. Aber jetzt sollte ich ein Taxi von hier aus rufen können. 18.000 Schritte habe ich auf dem Kessel. Ey, wie Barca mit dem Präsidenten feiert, schaut mal mit Laporta. Komplett überschüttet. Was für geile Szene, ey. Ich bin jetzt wieder ausgestiegen. Ab hier ist alles gesperrt von der Polizei. Man muss jetzt die restlichen 1,5 Kilometer wieder zu Fuß laufen. Die haben das ganze Zentrum dicht gemacht. Ey, Freunde, ich bin so gespannt jetzt, was da abgeht. Ich muss jetzt die komplette Rambla entlang laufen und ganz am Ende treffen sich alle. Seht ihr das? Dort ganz am Ende. Oh mein Gott, genau dort gehen wir jetzt rein in die Masse. Les Campeones, ole, ole, ole. Ich hasse schon. Ey, wie viel Polizeiaufgebot da hier ist.
Aber alles fühlt sich bisher. Oh mein Gott! Alle, alle, alle! Die ganzen Leute stehen auf der Laterne da drauf! Alle, alle, alle! Weiter! Alle, aufpassen! Oh, yeah. Hey. Oh, Digga, das geht so nah an mein Trommelfell! Messi! 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 Alle schreien wieder Messi! Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist, kein Joke. Mein Reisepass wurde gerade eben geklaut. Haben mir ein paar Barca-Fans gesagt, die meinten so, Digga, da hat irgendwas aus seiner Tasche genommen. Ich dachte, Geldbeutel, da guck ich rein, Reisepass weg. Alter, es gibt's nicht, ich bin hier 2 Minuten. Hier sind halt so viele Taschendiebe. Ich muss nach England fliegen, Freunde, am Mittwoch nach Manchester. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Fuck, Mann. Alter, das gibt's doch nicht. Ich hab da gefeiert mit einer Masse. Auf einmal war das Fach offen und da war mein Reisepass drin. Da war das andere Handy drin, wo die ganzen anderen Aufnahmen sind. Ey, wenigstens das nicht, Digga. Sonst wäre der Vlog einfach weg. Alter, ich trage jetzt schon mein Geldbeutel so in der Hand. Mann, ey. Oh, ne. Ich muss jetzt ein bisschen Abstand nehmen zu den Leuten, Freunde. Sonst wird mir gleich alles geklaut. Ey, was geht ab? Chillt ihr da oben, oder was? Ich habe jetzt meinen Geldbeutel und meine ganzen Sachen in die Umhängetasche unter der Jacke versteckt. Ich gehe da jetzt nochmal rein in die Masse, mir egal. Der Typ sitzt sogar ganz oben auf der Laterne, ich fass es nicht. Oh mein Gott, es sollen sich alle wieder hinsetzen, Freunde. Ihr wisst, was jetzt gleich kommt. Eieieiei, alle, wach. Was für unvergessliche Szenen. Mein erster La Liga-Titel hier, wo ich dabei bin bei der Feier. Das ist erstmal genug Büros und Rauchfackel für die nächsten Wochen. Barcelona, ole! Barcelona, ole, ole! Da niemand doppelt, stopp, stopp, stopp! Barca, Barca, Barca! Barca, Barca! Der Präsident von Barca hat es nach dem Spiel nochmal bestätigt. Sie werden alles Erdenkliche tun, um Messi zurückzubringen im Sommer. Ich habe kaum mehr Stimme, Leute. Ich bin jetzt wieder hier im Hotel angekommen. Schaut mal, wie geil hier der Boden aussieht. Erinnert euch da, wo die Steine unten waren? Apropos, ich habe ja den Bettsprung vergessen. Oh, Campeones, Campeones. Ole, ole, ole. So ein chilliges Zimmer, aber wirklich. Ich werde jetzt probieren, noch ein bisschen runterzufahren. Vielleicht lasse ich mir sogar noch ein Bad ein und gönnt euch auch nochmal hier die Aussicht hier am Abend. Morgen früh muss ich dann sofort zur deutschen Botschaft in Barcelona, weil sonst kann ich nicht nach England reisen ohne Reisepass. Ich hoffe, ich kriege das geregelt. Ansonsten, Freunde, hoffe ich, dass euch dieser legendäre Stadionvlog gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, supportet dieses Video. Ich weiß, ihr macht das immer, aber das war für mich wirklich so ein emotionaler Tag und einfach wunderschön als Barca-Fan. Ja, lasst ein kostenloses Abo auch da, um die nächsten Stadionvlogs nicht zu verpassen. Haut rein und buenas. We'll be right back.